herzlich willkommen zum 10. Türchen unseres BookTube Adventskalenders. Auch dieses Jahr 2020 haben sich viele BookTuber zusammengetan und einen Adventskalender kreiert. Das bedeutet, vom 1. bis zum 24.12. erscheint jeden Tag ein Video auf einem anderen Kanal. Und heute bin ich an der Reihe. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich auch dabei sein darf. Falls ihr die Videos verpasst habt oder wissen möchtet, was noch alles auf euch zukommt und auf welchen Kanal, dann schaut mal in der Infobox, da habe ich alle Teilnehmer, alle Videos, die bisher erschienen sind und die Playlist verlinkt. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei, da sind so viele tolle Ideen rund um Winter und Weihnachten entstanden, dass sich das auf jeden Fall lohnt, vorbeizuschauen. Ja, als ich das letzte Mal mitgemacht habe, da habe ich die schönsten ersten Sätze aus Winter- und Weihnachtsbüchern vorgelesen und vorgestellt. Heute möchte ich mich nicht nur mit einem Satz begnügen, sondern mit ganzen Passagen, mit ganzen Szenen aus Büchern, die sehr weihnachtliche Themen aufbereiten, mich in Weihnachtsstimmung versetzen, mich zum Nachdenken bringen, mich zum Schmunzeln bringen. Und da habe ich ein bisschen in meinem Regal bei meinen Weihnachtsbüchern rumgesucht und ein bisschen reingelesen. Hatte ziemlich viel zur Auswahl, habe mich jetzt aber tatsächlich nur auf 3 Bücher beschränkt, weil das sonst einfach zu viel gewesen wäre, weil ich eben nicht nur 2, 3 Sätze vorlesen möchte, sondern eine ganze Szene. Und ja, dann wollen wir einfach mal mit dem ersten beginnen. Das ist heiterer Natur, würde ich sagen. Und zwar ist es Ein Junge namens Weihnacht von Matt Haig. Dieses Buch werdet ihr auch im Video der schönsten ersten Sätze entdecken, falls ihr da mal vorbeischauen möchtet. Da habe ich nämlich den auch mitgenommen. Aber da ich den gesamten Prolog sehr, sehr schön finde und ja, sehr unterhaltsam, dachte ich, den werde ich euch jetzt vorlesen. Und dieser Prolog erzählt euch eigentlich auch im Grunde schon, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Ein ganz gewöhnlicher Junge. Hier vor dir hast du die ganz und gar wahre Geschichte des Weihnachtsmanns. Ja, richtig gelesen, des Weihnachtsmanns. Vielleicht fragst du dich jetzt, woher ausgerechnet ich die ganz und gar wahre Geschichte des Weihnachtsmanns kenne. Darauf kann ich nur sagen, dass man manche Dinge einfach nicht in Frage stellen sollte, jedenfalls nicht gleich am Anfang, schon weil es unhöflich ist. Du wirst mir einfach glauben müssen, dass ich die Geschichte des Weihnachtsmanns kenne, denn warum würde ich mir sonst die Mühe machen, sie aufzuschreiben? Vielleicht nennst du ihn nicht den Weihnachtsmann, vielleicht hast du einen anderen Namen für ihn. Santa Claus oder Väterchen Frost oder Sinterklaas, Kris Kringle oder Pelznickel oder Papa Noel oder der komische dicke Mann mit der roten Mütze, der mit den Rentieren redet und die Geschenke bringt. Oder du hast dir selbst einen Namen für ihn ausgedacht. Wenn du aber ein Wichtel wärst, dann würdest du ihn immer Weihnachtsmann nennen. Den Namen Santa Claus haben die Elfen erfunden aus reinem Schabernack, um ordentlich Verwirrung zu stiften. Sieht ihnen ähnlich. Doch egal wie du ihn nennst, du weißt, wer er ist, und das ist die Hauptsache. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Zeit gab, als ihn niemand kannte? Eine Zeit, als der Weihnachtsmann ein ganz gewöhnlicher Junge namens Nikolas war, der ganz abgeschieden mitten im Nirgendwo lebte, oder besser gesagt mitten in Finnland, und mit Wundern nichts zu tun hatte, außer dass er daran glaubte? Ein Junge, der kaum etwas wusste von der Welt und nur den Geschmack von Pilzsuppe kannte und den kalten Nordwind und die Geschichten, die er erzählt bekam? Und dessen einziges Spielzeug eine aus einer Steckrübe geschnitzte Puppe war? Doch das Leben des kleinen Nikolas sollte sich ändern, so von Grund auf, wie er sich niemals hätte träumen lassen. Ihm würden sehr viele Dinge widerfahren, gute Dinge, schlechte Dinge, unmögliche Dinge. So, nun hör zu. Falls du zu den Menschen gehörst, die glauben, dass bestimmte Dinge unmöglich sind, dann solltest du dieses Buch lieber gleich weglegen. Dann ist es eindeutig nichts für dich. Denn dieses Buch ist voller unmöglicher Dinge. Du liest immer noch? Gut. Die Wichtel wären stolz auf dich. Dann lass uns beginnen. Ja, ein wirklich zauberhaftes Buch, ein bisschen berührend, aber eben auch ein sehr lustiges und unterhaltsames Buch mit sehr schönen Illustrationen und sehr schön auch, glaube ich, zum Vorlesen, aber einfach auch zum Selbstlesen. Es gibt es auch als Hörbuch und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Die nächste Passage möchte ich euch aus einem Klassiker vorlesen, und zwar von Charles Dickens. Ja, da werden natürlich gleich alle rufen, das ist doch die Weihnachtsgeschichte, und ich habe hier tatsächlich auch die Ausgabe der Weihnachtsgeschichte. Allerdings ist hier auch eine Erzählung enthalten, und zwar Ein Weihnachtsbaum. Kannte ich vorher gar nicht und war sehr gespannt.
Und die ist auch nicht sonderlich lang. Das sind tatsächlich nur diese Seiten am Ende. Und besonders hier auch wieder der Einstieg fand ich wunderschön, weil er eben, wie der Titel schon sagt, den Weihnachtsbaum behandelt und beschreibt. Das ist ein Mann, der diesen Weihnachtsbaum sich anguckt und sehr, sehr genau beschreibt und daraufhin dann in Erinnerungen schwelgt an seine Kindheit und dann immer mehr Geschichten aus seiner Kindheit herausgräbt und detailliert erzählt, wie er sich daran erinnert. Aber der Ausgangspunkt ist eben der Weihnachtsbaum und wie dieser beschrieben wird, fand ich einfach sehr, sehr schön. Und diese Passage wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Den ganzen Abend habe ich einer fröhlichen Kinderschar zugesehen, die sich um dieses entzückende deutsche Spielzeug, einen Weihnachtsbaum, versammelt hatte. Der Baum war in die Mitte eines großen runden Tisches gesetzt worden und türmte sich hoch über unsere Köpfen auf. Er war hell erleuchtet durch unzählige kleine Kerzen und überall funkelte und glitzerte der bunte Schmuck. Da hingen Püppchen mit rosigen Wangen, die sich schelmisch hinter den grünen Nadeln versteckten. Und an zahllosen Zweigen baumelten richtige Uhren oder doch wenigstens solche mit beweglichen Zeigern, die endlos aufgezogen werden konnten. Zwischen den Ästen standen fein lackierte Tischchen, Stühlchen, Bettchen, Kleiderschränke, Standuhren und viele andere Stücke häuslicher Einrichtung, kunstvoll aus Zinn nachgebildet in Wolverhemden, als würden sie darauf warten, dass die Feenfamilie, der sie gehörten, endlich nach Hause käme. Da waren vergnügte, rundgesichtige kleine Männer, die in ihrer Erscheinung um einiges ansprechender wirkten als die meisten echten Männer, und das war kein Wunder, denn wenn man ihnen die Köpfe abnahm, waren sie bis zum Rand gefüllt mit Zuckerpflaumen. Da waren Fiedeln und Trommeln, Tamburine und Bücher, es gab Werkzeugkistchen, Farbkästchen, Bonbonschachteln, Guckkästen und jede andere Art von Kistchen und Schachteln. Da hing allerlei Geschmeide für die älteren Mädchen, viel bunter und prächtiger als alles Gold und alle Juwelen für Erwachsene. Es gab Körbchen und Nadelkissen in allen Formen. Da waren Gewehre, Schwerter und Banner. Hexen standen in Zauberkreisen aus Pappe, bereit, die Zukunft weiszusagen. Es gab Brummkreisel, Nadelschachteln, Federwischer, Riechfläschchen, Konversationskärtchen und Bouquethalter. Außerdem echte Früchte, denen durch Blattgold zusätzlich Glanz verliehen wurde. Künstliche Äpfel, Birnen und Walnüsse, üppig gefüllt mit kleinen Überraschungen. Kurz, wie ein reizendes Kind in meiner Nähe es freudestrahlend einem anderen reizenden Kind, seiner Busenfreundin, zuflüsterte, es gab alles und noch viel mehr. Diese farbenfrohe Sammlung wundersamer Objekte, die sich wie Zauberfrüchte an den Baum drängten und die strahlenden Blicke, die sie von allen Seiten trafen, blitzend zurückwarfen, einige der staunenden Diamantaugen konnten kaum über die Tischkante blicken, andere schmachteten in ehrfurchtsvoller Bewunderung vom Schoß entzückender Mütter, Tanten und Kindermädchen aus, erschien wie Wirklichkeit gewordene Kindheitsfantasien und brachte mich ins Grübeln darüber, wie doch alle Bäume, die da wachsen und alle Dinge, die es auf Erden gibt, in jener so lebhaften Erinnerung Zeit ihrer prächtigsten Form annehmen. Nun, da ich wieder zu Hause und allein bin, als einziger noch wach im ganzen Haus, werden meine Gedanken von einer magischen Anziehungskraft, gegen die ich nicht ankämpfen möchte, in meine eigene Kindheit zurückgeführt. Ich fange an, darüber nachzudenken, was uns wohl am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, von all den Dingen, die an den Zweigen der Weihnachtsbäume unserer Kindheit hingen, jenen Zweigen, an denen wir einst ins wirkliche Leben geklettert sind. Ja, das vorzulesen hat mich ganz schön gefordert, denn Charles Dickens ist ja berühmt und bekannt dafür, sehr, sehr lange verschächtelte Sätze zu schreiben. Aber ich fand es einfach so schön detailliert, wie dieser Weihnachtsbaum beschrieben worden ist in den vereinzelten, entzückenden kleinen Details und fand es als Kind auch immer sehr, sehr schön, den Baum sehr lange anzuschauen und dass da verschiedene Anhänger waren aus Holz und aus ja, Glitzer und Kugeln und so weiter und so fort, dass da einfach viel zu entdecken ist und dass man dabei dann so ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann, kann ich mir sehr gut vorstellen und deswegen habe ich auch diese Passage sehr gerne vorgelesen und sehr gerne ausgewählt dafür. Auch wenn ich sagen muss, dass die Erzählung an sich nicht an die Weihnachtsgeschichte rankommt und ich eigentlich auch den Anfang, das, was ich euch jetzt vorgelesen habe,
eigentlich auch das Beste an der Erzählung ist, weil das danach dann sich sehr verliert und gar nicht mehr so weihnachtlich ist, wenn er dann so in die Kindheit, in seine Kindheitserinnerung hineinschwenkt. Als letztes möchte ich euch auch noch zwei kurze Passagen aus Die Schneeschwester von Maja Lunde vorlesen. Über dieses Buch habe ich schon öfter geschwärmt. Es ist so wunderschön gestaltet, mit so wunderschönen Illustrationen und es schon sehr, sehr traurig in einigen Momenten, hat aber auch sehr viel Hoffnung und sehr viel zauberhafte Weihnachts- und Winterstimmung. Und hier sind mir zwei Passagen aufgefallen, die ich euch sehr, sehr gerne vorlesen möchte. Wir treffen hier nämlich auf zwei Kinder, einmal Julian und einmal Hedwig. Und die beiden lernen sich kennen und beide lieben Weihnachten. Doch bei Julian zu Hause scheint es im Moment überhaupt nicht Weihnachtsstimmung zu geben, denn die haben in der Familie einen großen Verlust erlitten und keiner spricht da richtig rüber. Und Julian leidet da sehr darunter, bis er Hedwig trifft, die total in Weihnachtsstimmung zu sein scheint, total verrückt ist und total lebensfroh. Aber auch sie wird geplagt von Erinnerungen und von ihren Ängsten, aber sie versucht, sich da irgendwie durchzukämpfen. In der ersten Szene geht es darum, dass Julian für Hedwig ein Geschenk hat, schon vor Weihnachten. Und wie sie das entgegennimmt und was sie dazu zu sagen hat und was ihre Einstellung dazu ist, fand ich so wunderschön, dass ich euch das sehr, sehr gerne vorlesen möchte. Sie betrachtete das Geschenk, drehte es, schüttelte es ein wenig und drückte es vorsichtig. Es ist nicht besonders groß, sagte sie. Nein, sagte ich. Aber weich, stellte sie fest. Manche sagen, dass weiche Geschenkpakete langweilig sind, aber das sehe ich anders. Kein verpacktes Geschenk ist langweilig. Das ist doch das Tolle daran. Schon allein dadurch, dass etwas eingepackt ist, wird es spannend. Erst wenn man das Geschenk geöffnet hat, sieht man, ob es langweilig ist oder nicht. Und dann ist es kein Geschenkpaket mehr. Verstehst du, was ich meine? Und deshalb finde ich, dass es vollkommen falsch ist zu sagen, dass weiche Geschenkpakete langweilig sind. Ja, sage ich. Da magst du recht haben. Das Papier ist auch sehr schön, sagte sie. Sagte ich. Und machst du es jetzt auf? Ja, klar. Aber sie blieb bloß stehen und betrachtete das Geschenk. Dann sah sie mich an. Ich bin ja so gespannt. Du brauchtest doch nur auszupacken. Aber wenn ich das tue, werde ich herausfinden, was es ist. Aber das ist doch der Sinn des Ganzen. Und dann bin ich nicht mehr gespannt. Richtig, und? Und begreifst du nicht? Es ist so toll, gespannt zu sein. Es ist, als würde das Herz auf Schlittschuhen stehen und sich in Pirouetten drehen und drehen, bis mir ganz schwindlig wird. Wunderbar schwindlig. Verstehst du nicht, was ich meine? Doch, irgendwie schon. Das Herz auf Schlittschuhen und Pirouetten und wunderbar. Hedwig hatte wirklich eine ganz eigene Art, die Dinge zu sehen. Ich kannte niemanden, der so war wie sie. Keinen, der ihr auch nur etwas ähnelte. Aber jetzt musst du dein Geschenk wirklich aufmachen, sagte ich und lächelte. Ja, da hast du recht, erwiderte Hedwig. Das Herz kann ja nicht endlos Pirouetten drehen. Wir gingen mit ihrem Geschenk ins Wohnzimmer. Sie legte es auf den Tisch und wir setzten uns beide auf das Sofa. Dann fing sie an. Als erstes löste sie den Knoten des Geschenkbands. Ich weiß ja nicht, wie ihr es macht, aber wenn ich Geschenke auspacke, reiße ich das Band normalerweise bloß herunter, knülle es zusammen und werfe es weg. Oder ich schneide es mit einer Schere durch, wenn es sehr eng sitzt, ehe ich es wegwerfe. Hedwig schob die Fingernägel in den Knoten und lockerte ihn behutsam. Anschließend löste sie ihn ganz, ehe sie das Band zu einem hübschen kleinen Knäuel aufrollte. Danach wandte sie sich dem Papier zu. Langsam kratzte sie das Klebeband von jeder Ecke ab. Als alle Klebestreifen fort waren, saß sie für einen Moment da und betrachtete das Geschenk im Papier. Dann holte sie tief Luft und schob das Papier auseinander. Ich glaube nicht, dass sie sofort begriff, was sie vor sich hatte, denn sie runzelte die Augenbrauen und legte den Kopf schief. Danach griff sie nach dem roten Stoff und hielt ihn vor sich. Ein Badeanzug! Sie hatten auch blaue und schwarze, aber ich habe ja gesehen, dass du rot magst, also habe ich den genommen. Julian, sagte Hedwig, und jetzt strahlte sie über das ganze Gesicht. Vielen, vielen Dank. Sie lehnte sich vor und umarmte mich lange und fest. Ich erwiderte ihre Umarmung und spürte, dass auch mein Herz kurz auf Schlittschuhen stand, denn ich konnte mich nicht erinnern, dass sich jemals irgendwer so über ein Geschenk von mir gefreut hatte. Das war es wirklich wert gewesen, fast meine gesamten Ersparnisse dafür auszugeben. Ja, diese Passage fand ich sehr schön, weil es eben um Schenken geht und um auch die Wertschätzung des Schenkens, wenn man sich Zeit nimmt, zu sehen, wie jemand sich Mühe gegeben hat, das einzupacken und die kleinen Dinge, auch das Geschenkpapier so hübsch ist, das Band darum funkelt
Und ja, die Aufregung, ja, das fand ich irgendwie fast schon philosophisch zu überlegen, wenn man vorher, das Gefühl ist auch so schön, wenn man gespannt ist, zu sehen, was in einem Paket drin ist. Und wenn es vorbei ist, dann weiß man drin, dass was drin ist und so die Spannung geht verloren. Aber auch, ja, dieses etwas geschenkt zu haben und es gefällt einem und derjenige freut sich darüber und das direkt mitzukriegen, wie das Julian hier erzählt hat, fand ich einfach total schön. Und das gehört ja einfach auch zu Weihnachten dazu. Viele sagen, das ist einfach alles nur noch Konsum, aber ich finde, wenn man sich echt Mühe gibt und ja, jemand wirklich überlegt, wie man jemanden eine Freude machen kann, dann kann man auch mit Kleinigkeiten oder halt mit größeren Kleinigkeiten jemanden wirklich eine Freude machen. Und finde, das ist eine sehr schöne Passage, die das zeigt. In der nächsten Szene waren Hedwig und Julian gerade schwimmen gewesen. Da Julian ziemlich gut im Schwimmen ist und Hedwig da große Defizite hat, wollte er ihr ein bisschen helfen dabei, aber es lief nicht so gut und sie ist dabei ziemlich traurig geworden. Und jetzt in der Szene, die ich ausgesucht habe, zieht sie sich aber wieder hoch, weil sie sich an kleinen Dingen erfreut. Und das ist so schön zu sehen und das müsste man eigentlich viel mehr machen. Und hier geht es ja im Grunde um Schneeflocken, aber man merkt auch, dass dahinter symbolisch noch ein bisschen was anderes steckt. Als wir geduscht und uns umgezogen hatten, trafen wir uns vor der Schwimmhalle. Es schneite wieder. Hedwig wandte ihr Gesicht den Himmel zu. Sie war wieder sie selbst, die fröhliche Hedwig. Alles Traurige war verschwunden. Ist das nicht schön? Sagte sie. Schnee legte sich auf ihr Gesicht. Sagte ich. Ich ließ drei große Schneeflocken auf meinen Fäustlingen landen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass Schnee eigentlich Wasser ist? Sagte Hedwig. Seltsam, dass etwas, das so schwarz und dunkel und schwierig ist, etwas so Leichtes und Feines und Schönes werden kann. Ja, sagte ich. Ich meine, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Keine Schneeflocke ist wie die andere, fuhr Hedwig fort. Dafür sorgt die Natur. Jede einzelne unterscheidet sich von allen anderen. Ist dir das schon aufgefallen? Nein, antwortete ich, ist es nicht. Die Schneekristalle lagen fast schwerelos auf der Wolle meiner Fäustlinge. Und tatsächlich, die eine Flocke sah aus wie ein Stern mit sechs Zacken, die nächste glich fast einem Zahnrad, während die letzte an eine vollständig erblühte Rose erinnerte. Nichts bringt mich mehr in Weihnachtsstimmung als Schnee, sagte Hedwig. Sie lächelte mich an. Was bringt dich in Weihnachtsstimmung? Keine Ahnung, sagte ich, obwohl ich es natürlich wusste. Der Geruch von Pfefferkuchen, Fichtennadeln, Räucherwerk und heißer Schokolade, der geschmückte Weihnachtsbaum, das Geräusch des Engelspiels. Aber ich war unfähig, das alles Hedwig zu erzählen, denn dann hätte ich ihr eigentlich auch mehr von Juni erzählen müssen. Ich muss nach Hause, sagte ich, genau wie du, denn du musst dich jetzt tüchtig ausruhen. Dann wirst du ganz bestimmt eine tolle Schwimmerin. Ja, und zu dieser Szene möchte ich euch auch das Bild dazu zeigen, weil es so wunderschön dazu passt. Diese Illustrationen sind eh so wunderschön. Man sieht hier ganz viele Schneeflocken und ja, die Kinder, die nach oben schauen und die Schneeflocken ja, beim Fallen zu sehen. Und was ich das Schöne finde, ist, dass hier tatsächlich darauf geachtet wurde, dass auch tatsächlich die Schneeflocken alle unterschiedlich aussehen. Ja, also eine große Empfehlung, dieses Buch ist wirklich bezaubernd und hat irgendwie alles, was eine winterliche, weihnachtliche Geschichte braucht, die ein das Herz erwärmt und trotzdem zum Nachdenken anregt. Und wie hier ja die Schneeflocken beschrieben worden sind und wie man sich über diese Kleinigkeiten freuen kann und überlegt, was einen überhaupt an Weihnachten erfreut und warum, das ist wirklich sehr schön gewesen. Ja, das waren meine Szenen, meine winterlichen, weihnachtlichen Szenen aus Büchern, die ich euch vorlesen wollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr jetzt auch bei den anderen vorbeischaut und euch freut, wenn jeden Tag ein Türchen aufgemacht wird. Und ich bin gespannt, was da noch für Videos kommen werden und werde mir natürlich auch alle Türchen anschauen. Also Grüße an alle Booktuber, die teilnehmen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne vorweihnachtliche Lesezeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.